So, hallo, 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 willkommen in Skyrim. Wir sehen einen Chaos. Also die Dinger sind wirklich gefährlich. Wir erinnern uns an den letzten Absturz. Jupp. Ach, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, jetzt noch erstmal in den Menüs alles Mögliche zu machen, bevor ich anfange aufzuzeichnen, aber andererseits. Ich bin jetzt geladen, es läuft alles, der Ton wird aufgezeichnet. Leute, wir folgen unserem Schicksal. Und wir trinken einen Tee. Ganz blöd brauchen wir nicht sein. Was wir dabei haben, können wir schon nehmen. Wo war er denn? Tee, Lavendel, Ronzione. Genau. Davon wollte ich mal einen weghauen. So. Tja, unser Schicksal. Wohin wirst du uns führen? Wie bin ich eigentlich so bewaffnet? Nix, nix. Aha, ich hab ein Waffenset und das Magieset. Leider kein Bogen. Tja, die Bestimmung. Da führt sie uns nun mal entlang. Und wir werden ihr folgen. Auch. Und davon, unserer Bestimmung hinterher. Eigentlich finde ich es ganz gut so, mich gar nicht diesen ganzen Optionen immer hinzugeben. Einfach mal spielen. Man kann so viel mal einstellen in den Dingern, aber im Moment muss ich noch nicht. Wenn ich Level 5 komme, spätestens dann muss ich ein paar Sachen einstellen, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit und ein paar Folgen werden es bestimmt noch. Oh, Wölfe. Ich habe interessante Erfahrungen mit Wölfen gemacht, wusstet ihr das? Ich meine natürlich die Wölfe. So, wo seid ihr? Als wenn die etwas gejagt haben, die sind voll hier rüber gewetzt. Ja, ich wollte mir eigentlich auch nochmal Alchemie antun. Weil ich ja eigentlich einiges an Zutaten gesammelt hat, um zu sehen, ob ich doch mal wieder Heiltränke in meinen Besitz bringen könnte. Ist mir aufgefallen, als ich die letzte Folge editiert habe, aber als ich da eben so gestanden hatte und geladen hatte, oh, ich wollte einfach loslaufen. Es war so perfekt und ich hatte in der letzten Folge schon, naja, nur Stadtarbeit gemacht. Nee, muss wieder rausgehen. Raus nach Skyrim. In diese graue, trostlose, kalte Welt. Oh, ich will aber nicht schon wieder sterben, verdammt. Sieht mich irgendwas? Ne. Ja, wie sieht's mit meiner Bestimmung aus? Aha. Na dann. Ja, am liebsten würde ich ja nur speichern drücken bei sowas. Ich weiß, wie oft der Tod einen, naja, plötzlich überfällt. Zumindest mich. Hey, ist das eine Wasserquelle? Ja, ich weiß, ich bin leicht ablenkbar. Eine leere Flasche? Jo. Na klar. Oder auch nicht. Ne. Schade. Wieso kann ich hier kein Wasser dran füllen? Ist wohl nicht Wasser genug. Oh, da sind sie, oder? Wagen wir es? Oder wagen wir es nicht? Ah, ich bin hin und her gerissen. Ja, aber First Person. Ich muss vorwärts kommen. Und die bringen Beute. Ah, das fängt ja wieder furchtbar an. Ja, ich weiß. Es war nicht gut. Gar nicht gut. Oh, jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Verflucht. Was ist da oben los? Ist er da? Wow. Ein Riese. Okay.
Tut er mir was? Glaub nicht. Nicht, wenn ich ihn nicht ärgere, ne? Nein, ärgern wir ihn nicht. Die Wölfe haben uns noch einen Kieker. Was ist denn das? Wild. Ach, und so ein Gorsak-Ding. Ich habe keinen dieser Slow-Tränke mehr. Ich gehe mal in die Richtung. Oh oh, das wird nicht gut, was ich hier treibe. Ich laufe total orientierungslos durch die Wildnis. Oh, ich speichere jetzt mal. Das möchten wir auch nicht verlieren hier. Durch einen Crash. Wir hatten ja schon eine letzte Folge. Und ich hoffe eigentlich, dass das richtig stabil hier so weit läuft, dass das eine Ausnahme ist, sowas. Aber man weiß ja nie. Ein paar Sachen sind doch wieder anders als bei der letzten Konfiguration, so ein paar Kleinigkeiten. Wow, na toll. Wo bin ich denn nun schon wieder gelandet? Wenn man die Karte sieht, ist immer alles voll mit Siedlungen und dies und jenes, aber dann, wenn man mal unterwegs ist, ein Füchschen, Füchse schaffe ich. Wow. Gibt's hier noch mehr? Ja, eine düstere Höhle des Verderbens, die wir nicht betreten werden. Vielleicht kann ich das hier plündern. Den Höhleneingang hier zumindest, hier vorne das. Ein Mammut. Nein, das ist nicht gut. Nee, da gehen wir ganz bestimmt nicht rein. Ne, wir ziehen weiter. Ja, ich zuck schon wieder hier mit dem Speicherfinger. Ich bin irgendwie sehr nervös hier. Ah, sind wir wieder hier? Na toll. Ich hoffe, ich komme da drüben hoch. Ich will nicht durchs Wasser, dann bin ich nass. Und wenn ich nass bin, naja, dann wird mir kalt. Hier war doch auch irgendwo was zum Schlafen, oder? Da oben drinne vielleicht in der Hütte. Oh nein, jetzt bin ich nass. Okay. Das war's jetzt mit Trockenbleiben. Ja, ja, ich hab's kapiert. Ich bin ja schon versucht nach einem trockenen Plätzchen. Oh, das ist aber auch eine Strömung hier. Los, schwimm schon. Dräng dich an. Und jetzt hier hoch und nicht hängen bleiben. Na also. Wir haben es geschafft. Eine Hütte bedeutet eine Möglichkeit zu überleben. Einen weiteren Tag. Ach, die wieder. Hier war ich doch schon mal. Ach, hier war genau das mit dem Gorsak. Gorsak. Und da unten ist das mit dem komischen Typen. Aber vielleicht ist es mir ja möglich, das Ding mitzunehmen. Nein, ich wollte es ja nicht fertig machen, ich wollte es mitnehmen. Na, jetzt muss ich wohl. Na, als erstes werde ich hier ein bisschen Holz sammeln. Dass ich mal ein Feuer machen kann, das wäre doch schon mal was. Na los, wo könnte man hier ein Feuer hinsetzen? Ach, eigentlich will ich hier draußen kein Feuer haben. Harvest Wood. Firewood natürlich. Ich habe eine Axt. Wie viel? 3. Das ist nicht so doll. Noch mehr bitte. Ja, ja, mach schon. Nein, jetzt arbeite ich hier auch noch furchtbar.
Bum, brum, brum. Ja, und wie werde ich jetzt dieses Feuer wieder los? Kann ich hier einfach klicken? Ah, Akzente. Gut. Ja, du bist ein Opfer meiner Intrige geworden, ich weiß. Ja, es ist gar nicht so einfach, aus der Perspektive zu steuern. Naja. So, schlafe ich hier wieder drinnen? Hm, vielleicht noch mit ein bisschen mehr Feuerholz. Ich versuch's nochmal mit dem Feuerholz. Na los, noch einmal. Ja, so viel wie geht. Ah, das ist schön. So. Und nun? Wie spät ist denn das? Was machen wir? Ach, wir bleiben hier über Nacht und dann folge ich wieder meinem Schicksal. Ob die immer noch hier sind, die beiden? Ah, die wohnen hier. Naja, sollen sie. Mich stören sie nicht. Ja. Hä? Die wollen mich hier raus haben? Na toll. Nicht sehr freundlich. Ich könnte euch ja. Naja, ihr wisst schon. Daran hindern mich hier nicht mehr zum mögen. Egal, ich folge meinem Schicksal. Ihr wollt es ja so. Was ist denn das für ein jemand? What's a milk drinker like you doing out here? Ich habe gerade mit dem Gedanken gespielt, dich hinterrücks zu ermorden, um ehrlich zu sein. Du hast eine schwere Rüstung. Aber ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Aber ich habe ja die nötige Magie, um das herauszufinden. Ich überlege, ob ich dich töte, Junge. Ha, daneben. Ich bin brillant. Na, slightly stronger. I should keep my guard up. Okay. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob ich da noch ein handliches Gift habe. Jo, hab ich. Sehr schön. Speichern. Ich brauche endlich mal eine schwere Rüstung. Das sieht nicht aus, wenn hier irgendwelche großartigen Zeugen sind. What's a milk drinker like you doing out here? Yeah. Das war er wohl. So. Damit sieht unsere Ausrüstung wieder fast vollständig aus, würde ich mal sagen. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr schön und sehr schön. Und den nehme ich mit, weil er mir gefällt. So, und dann muss ich später mal genauer gucken auf den Videoaufnahmen, ob ich da wieder Nudity wegeditieren muss. Ja, ja. Ich und sprechen, ich weiß, es ist schwierig. Aber jetzt habe ich wieder ein volles Outfit. Na, sehr schön. Es geht wieder aufwärts. So, muss ich nur noch anziehen. Na, also. Hä, so einen Müll habe ich mitgenommen. Ich bin ja furchtbar. Und so ein Müll. Ha, weg damit. Ja, lass Goldring. Na klar, den trage ich. Und der Müll kommt auch gleich weg. So, besser ausgerüstet als je zuvor. Das sieht doch schon ganz brauchbar aus, oder? Was denkt ihr? Also ich find's nicht schlecht. Jetzt hat sie Hörner. Wow. Gut. Aber sie bleibt, wer sie ist. Sie wird ihrem Schicksal folgen. Hier sollen wir ja offensichtlich nicht bleiben. Ist schon eine düstere Atmosphäre, so seinem Schicksal zu folgen, ohne zu wissen, wohin es einen führt. Ich finde, Doro macht das gar nicht so schlecht. Sie hat jetzt wieder eine Rüstung
hat sich inzwischen wieder halbwegs ausgerüstet. Oh, was haben wir denn da? Da steht doch wieder was. Wolfsgetier. Es tut mir leid, aber ich gehe dafür in die First Person. Die sind mir noch zu gefährlich. Und das ist wieder mal nicht nur einer. Das ist gleich ein ganzes Pack. Wow, na toll. Ja, okay, den ersten hätten wir, aber dafür sind wir praktisch tot. Oh. Potion of Health. Habe ich ein paar, das ist ja mal gut. Nein. Nein, ich hab's wieder vergeigt. Verdammt. Ich war so gut ausgerüstet. Lass mich laufen. Lass mich fliehen. 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 Oh, das ist aber auch schwer, alles eingestellt hier. Na, was haben wir jetzt wieder angestellt? Ich habe immer noch Leben in mir. Gut. Habe ich meine Ausrüstung noch? Ja. Hab ich. Gott sei Dank. Naja, vielleicht habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt und eine Blutlache hergestellt. Wow. Okay. Ich habe das Gefühl, mein Schicksal muss sich erstmal hier erfüllen. Eine gute Axt, die nehme ich. Tür ist offen. Na denn? Zeigt euch. Vielleicht kannst du mir helfen. Was hast du denn hier? Oh. Lerne ich nichts von Büchern oder was? Na, ist auch gut. Eigentlich ist diese Jagd nach den Büchern ja auch immer etwas lächerlich. Tja, also erstmal finde ich die gute Frau schon mal ziemlich sympathisch. Sehr sympathische Frau. Rot, au, na klar. Here for work? Get an axe and bring me all the wood you can chop. Was kriege ich dafür, wenn ich dir Wut bringe? Hast du Knoblauch? Oh ja, super. Vielleicht kriege ich ja noch ein Knoblauchbrot zusammen. Da liegt doch noch mehr, oder? Na? Ah, nee, ist irgendwas anderes. Da nehme ich auch ein bisschen von mit. So, und Käse. Da kann man einige Zeit von essen. Und noch mehr Knoblauch. Doch noch. Aber ich glaube, Butter hat sie nicht da, ne? Vielleicht? Nein. Was für Lektüre studiert die Gute? Alduin is real. Die und ihr Alduin. Er wurde doch erschlagen, oder? Dieser Weltenfresser. Ich kenne mich da nicht so gut aus in der ganzen Mythologie. Nehm ich doch mit. Passt schon. Ja, aber schlafen kann ich in dem Bett offensichtlich nicht. Ich hätte ja ein bisschen Holz, das könnte ich hier geben, aber dann hab ich vielleicht keins mehr. Tja, meine Gute. Was ist hier los? Without functioning mills, who will make the arrows for our soldiers? Men have no sense of irony. Na gut. Honest gold for honest work. See ya. Na gut, aber jetzt habe ich kein Feuerholz mehr. Merkwürdig. Läuft sich jemand? Ja, ein Huhn. Wenn, dann muss ich hier etwas finden.
Na komm, dich nehme ich auch mal mit. So Leute, was habt ihr für mich? Das Schicksal hat mich hierher geschickt. Hier muss etwas sein. Ja, leere Kisten. Bist du meine Bestimmung? I like horses. I'd like to ride one when I get a little older. Ich glaube, das Mädchen kann ich erstmal leichter beeindrucken. I like magic. Griffith told me not to talk to strangers. Griffiths? I guess that makes sense. Haha. Erwischt. He's the nicest, bravest man I've ever met. One time he saved me from 3 monsters. Ja, die großen Monster fressen immer die kleinen Monster. Yeah, they wear all black and red because their skin is creepy and gross. Griffith says they're playing hide and seek with us. But I want to play with someone new. The monsters play too rough. Ach. Die Kleine ist ja eine ganz schön wilde, oder? Well, I know he doesn't sleep much. I think he has bad dreams or something. He also doesn't like to talk much. I only ever see him talk to me or the innkeepers. And even then he doesn't say much. I think he might be a little shy. Hey, why don't you try talking to him? You're really nice, so he might like talking to you. Yeah, go talk to him. I bet you two would make great friends. Ein Companion? Well, we were headed towards Windhelm when it was getting dark. We made a camp and prepared for bed. I got up to go to the bathroom. That's when the monsters came for me. They're sneaky monsters who like to come out of the dark. So when I saw them, I closed my eyes and screamed as loud as I could. I kept screaming until a hand closed my mouth shut. I was so scared. I thought the monsters got me. But then I heard a whisper, and I knew I was safe because monsters can't talk. I opened my eyes, and it was Griffith. Tja, was für ein Retter. Hi. Ich danke dir. What? Tja, Mr. Griffith. Willst du reden oder sterben? Yes. You've got the wrong house, stranger. The mill owner lives on the other side of the road. I suggest you leave. Sorry, but I'm not looking for company. Ich aber. A stranger, just like you. Let's keep it that way. Nee, eigentlich nicht, Junge. I'm her guardian. Let's just leave it at that. Ja, irgendwie ist das ein merkwürdiger Typ. Er sagt ja doch eine Menge. Did she? I told her not to talk to strangers. What did she tell you? Tja, so ist das mit Kindern. Morrigan said there were people after you. If you want to fight, stranger, I'm more than happy to oblige. But leave the girl out of it. She's got no blood on her hands. Tja, wir werden sehen. May you be dead 10 minutes before Sithis knows it. Ja, ich werd's mir merken. Shadow hide you. Shadows. Das ist doch der Gruß der dunklen Bruderschaft, oder, Junge? Aber ist doch mir egal. Oh.
komme ich nicht weiter. Aber ich muss mal wieder was essen, wenigstens das. Gut. Bett gibt's ja hier offensichtlich auch nicht für mich. Ach, das ist... naja. Unglücklich. Aber eins... ach, hier noch was so schönes. Kann ich eine Flasche wegwerfen. So. Und vielleicht noch ein... Ei. Na also. Alles perfekt. Bis auf die Müdigkeit, aber hier gibt's ja kein Bett für mich. Aber andererseits, ich glaube, oh, wir haben einen Wolf. So. Gut. Na gut. Ich denke, in der nächsten Episode werde ich mich dann mal um die Menüs kümmern und das Fleisch ausnehmen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich habe hier noch mehr Wölfe, ich glaube, ich sollte mich mal wieder darum kümmern, die auszunehmen. Und da drüben war ja noch dieses Wildschwein. Stelle ich mich gleich davor, dann vergessen wir das nicht. So. Hier werden wir uns dann in der nächsten Episode wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Ja, eindeutig. Tschüss jetzt. Bis dann, Leute. Und tschüss.